Warum müssen wir überhaupt ständig über Rasse reden? Können wir nicht einfach nur Menschen sein? Und Professor Hank sagt, genau das ist ein weißes Privileg, dass sie das sagen können. Rasse existiert nicht wirklich für sie, weil sie für sie nie ein Hindernis war. Schwarze haben diese Alternative nicht. Der Schwarze auf der Straße in New York will nicht über Rasse nachdenken, bis er versucht, ein Taxi anzuhalten. Und er will nicht über Rasse nachdenken, wenn er mit seinem Mercedes unter dem Tempolimit fährt, bis ihn die Polizei rauswinkt. Hallo Menschen, mit diesen Eingangsworten möchte ich heute über Americana von Chimamanda Ngozi Adichie sprechen, was vor einigen Jahren herauskam, und etwas verspätet kann ich mich jetzt auch weitestgehend den positiven Stimmen anschließen. Wir folgen hier einmal Ifemelu und Obinze. Ich hoffe, das war halbwegs richtig ausgesprochen, zumindest habe ich es so bei englischsprachigen Booktubern gehört. Die zwei sind in ihrer Jugend in Nigeria ein Paar. Sie kommen so aus der nigerianischen Mittelschicht, also die Mutter von Obinze ist zum Beispiel Professorin, es geht ihnen eigentlich ganz gut, sie haben ein Auto, Klimaanlage und so weiter und so fort. Etwas später zieht Ifemelu dann allerdings in die USA, hat dort mit einigen Rückschlägen zu kämpfen, schafft es dann allerdings in Princeton zu studieren. Geplant war eigentlich, dass Obinze nachkommt, der landet allerdings dann in Großbritannien, sein Visum läuft ab und er befindet sich dort als Illegaler. An der Stelle ein Zitat darüber, warum die beiden überhaupt auswandern, denn es ist zu der Zeit kein Bürgerkrieg, es ist keine unglaubliche Armut, und das Zitat kommt eigentlich während eines Essens zustande, wo Obinze dann schon in einer Situation ist, wo es ihm besser geht. Und hier steht dann: Alexa und die anderen Gäste und vielleicht sogar Georgina verstanden, dass man vor einem Krieg flüchtete, vor der Art Armut, die menschliche Seelen zerdrückte. Aber sie würden das Bedürfnis der bedrückenden Lethargie, der Chancenlosigkeit zu entkommen, nie begreifen. Sie verstanden nicht, warum Menschen wie er, die gut genährt und ohne Durst, aber eingemauert in Unzufriedenheit aufgewachsen waren, die von Geburt an dazu konditioniert waren, auf andere Orte zu blicken und felsenfest davon überzeugt waren, dass das wahre Leben an diesen anderen Orten stattfand, dass diese Menschen jetzt entschlossen waren, gefährliche Dinge zu tun, illegale Dinge, um zu entkommen. Keiner von ihnen war unterernährt oder ein Vergewaltigungsopfer oder stammte aus einem niedergebrannten Dorf. Sie waren einfach nur ausgehungert nach Wahlmöglichkeiten und Sicherheit. Und das Buch beginnt dann an der Stelle, als Ifemelu jetzt schon 15 Jahre in den USA lebt und aktuell wieder darüber nachdenkt, nach Nigeria zurückzukehren. Das heißt, diese zwei Menschen, Ifemelu und Obinze, ihre Beziehungen und ihre Gedanken sind zwar das Grundgerüst der ganzen Geschichte, aber dahinter steht noch so, so viel mehr. In erster Linie und recht offensichtlich geht es natürlich um Identität und Kultur, immer verbunden auch mit der Herkunft. Also wie viel der eigenen Kultur man überhaupt für sich annimmt und eventuell mitnimmt, was man versucht in einem neuen Land zu integrieren oder was man eventuell auch zurücklegt. Insofern steht da auch sehr, sehr viel Hoffnung auf dieses neue Land dahinter. Und gleichzeitig werden natürlich auch so Dinge behandelt, wie denn dann der amerikanische Traum wirklich aussieht. Denn dahinter steht natürlich eine ganze Menge an Einwanderungspolitik und Rassismus. Ifemelu ist zum Beispiel extrem vor den Kopf gestoßen, wie sie in den USA erstmal behandelt wird. In Nigeria hat sie nie wirklich darüber nachgedacht, dass sie schwarz ist, und plötzlich wird sie hier von anderen in eine feste Kategorie gedrückt. Also es ist zum Beispiel auch vollkommen unwichtig, wo man eventuell herkommt, ob man Afroamerikaner ist, ob man wirklich gerade aus Afrika kommt, ob man vielleicht auch Südamerikaner ist. Für die anderen ist sie einfach nur schwarz, und das ist auch so ihre einzige Eigenschaft, auf die sie eigentlich reduziert wird. Insofern geht es sehr, sehr viel um Fremdbestimmung, auch Anpassung und Selbstfindung, und alles endet oft in einem tiefen Gefühl des Verlorenseins, nicht nur in den USA und Großbritannien, sondern auch in Nigeria. Es hat also schon etwas von einer auch Coming-of-Age-Geschichte, ein bisschen Selbstfindung, aber jetzt nicht so die jugendliche Problematik, die vielleicht dahinter steht, sondern etwas Größeres, was halt wirklich mit der eigenen Identität zu tun hat. Was das betrifft, erinnert es mich sehr an Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Olga Krasnova, was ich dieses Jahr auch erst las und sehr, sehr gut fand. Da geht es zwar um jemanden, der aus Aserbaidschan kommt, aber auch da spielt halt Kultur, Identität und dergleichen eine Rolle. Ich muss zugeben, im Vergleich gefällt mir Amerikaner einen Tick weniger. Es liegt vielleicht auch daran, dass schon allein durch die Länge Der Russe ist einer, der Birken liebt, irgendwie mehr auf den Punkt gebracht ist, auch direkter. Das wirkt immer richtig, also auf eine nicht flapsige Art, sehr modern, richtig schnell, und die Menschen wissen hier mehr, wer sie eigentlich sind. Hier ist es außerdem so, dass ich die Sprache zwar gut, aber wirklich nicht begeisternd fand. Also es ist mir an keiner Stelle negativ aufgefallen, dass ich mir dachte, mein Gott, was hat sie denn jetzt geschrieben? Aber es gibt auch nichts, was ich jetzt irgendwie zitieren könnte. Es ist
eine gute, solide Sprache, die mich allerdings nicht begeisterte. Dafür lässt es sich aber für die Länge wirklich schnell lesen. Ein weiterer Punkt, der mir vor allem im Vergleich eben zu Olga Krasnova aufgefallen ist, und hier bin ich mir einfach nicht sicher, ob es vielleicht kein Klischee ist, aber es gab gewisse Vorgänge, Orte und Menschen, die mir zumindest sehr klischeehaft vorkamen. Wer es gelesen hat, gleich am Anfang geht zum Beispiel Ifemelo in einen Friseursalon, der von afrikanischen Frauen geführt wird. Und das war für mich der Inbegriff des Klischees, sowohl für Frauen, die einen Friseursalon führen, als auch für schwarze Frauen, wie man sie so aus dem Fernsehen kennt. Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber es kam mir so vor. Oder später hat man auch das Gefühl, dass zum Beispiel alle jungen nigerianischen Frauen einfach nur heiraten wollen. Und zwar halt den bestmöglichsten Mann, nicht den sie lieben, sondern einfach nur der sie mit dem meisten Geld aushalten kann. Das war für mich irgendwie sehr, sehr klischeehaft. Und es kam mir auch so vor, dass außer die zwei Hauptpersonen, die durchaus detailliert beschrieben werden, die anderen eher weniger entwickelt sind. Vor allem viele Amerikaner oder halt so Nebenfiguren. Liegt vielleicht auch daran, dass sich Ifemelu in den USA hauptsächlich so in den gleichen Kreisen bewegt, weil sie auch einfach nicht raus kann, ja, aber die anderen wirken deswegen etwas flach. Die Erzählweise wechselt immer mal wieder zwischen Ifemelu und Obinze, wobei das Augenmerk definitiv auf erstere liegt, was mir nicht so gut gefiel, denn Obinzes Geschichte fand ich persönlich viel interessanter. Gleichzeitig wechseln wir auch ein bisschen zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Bei Ifemelu sieht es in der Gegenwart so aus, dass ihre Geschichte auch immer mal wieder unterbrochen wird von Blogbeiträgen, denn seit sie in den USA so mit Rasse konfrontiert wurde, hat sie einen Blog zu diesem Thema gestartet. Auch hier bin ich etwas hin und her gerissen, denn ich fand die Blogbeiträge unglaublich interessant und toll, hätte sie aber tatsächlich lieber auf einem tatsächlichen Blog gelesen und nicht im Buch. Ich finde, als literarisches Mittel funktioniert das nicht ganz so gut. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass sie das Thema, was dann am Ende des Kapitels in dem Blogbeitrag vorkommt, irgendwie so auf Teufel komm raus nochmal ganz schnell in dem Kapitel anspricht, obwohl es da irgendwie gar nicht so richtig reinpasst. Also insofern, es war toll davon zu lesen, aber nicht so wirklich in der Geschichte. Ja, und warum mir ihr Teil der Geschichte auch etwas weniger gefiel, lässt sich schwer in Worte fassen, denn es ist sehr, sehr weit entfernt von Chiclet. Aber es kam mir irgendwie trotzdem sehr weiblich vor. Also jetzt ist Weiblichkeit für mich keine Beleidigung, aber hier war es irgendwie immer so, die hat dann verschiedene Beziehungen und eigentlich ist alles gut, aber sie ist halt unzufrieden. Und dann fängt sie an, diese Beziehungen so ein bisschen unterschwellig zu torpedieren oder geht dann fremd. Und das sind so Themen, die hätte man auf andere Weise erzählt, bestimmt auch in einem Frauenroman finden können. Kurz ein Zitat zu dieser Sache, die ich halt mit Weiblichkeit meine. Hier steht zum Beispiel, das war noch ganz am Anfang, als sie in ihrer Jugend mit Obinze zusammen ist. Manchmal sorgte sie sich, dass sie zu glücklich war. Dann verdüsterte sich ihre Stimmung und sie fuhr Obinze an oder verhielt sich distanziert. Und ihre Freude wurde zu einem ruhelosen Ding, das in ihr mit dem Flügel schlug, als suchte es nach einer Öffnung, um fortzufliegen. Das ist halt nicht so ganz meins. Das kann ich auch immer nicht so nachvollziehen. Oder warum man da immer so eine große Sache draus macht, wenn sie halt unglücklich ist in ihrer Beziehung, soll sie beenden und nicht mit jemandem fremdgehen oder so. Abgesehen davon waren die Themen aber wirklich sehr, sehr interessant und definitiv auch auf eine Art und Weise behandelt, wie man sie in Chiclet wirklich, wirklich nicht findet. Was mir an dem Buch sehr gut gefällt, ist so ein bisschen die Modernität, sowohl was das Leben in den USA und Großbritannien als auch in Nigeria angeht. Ich las diesen Monat zum Beispiel auch noch Things Fall Apart, was so ein bisschen als nigerianischer Klassiker gehandelt wird, und aber eher auch traditionelle Themen behandelt. Und hier kam es mir wirklich so vor, dass ich ein Leben erfahre, wie es jetzt ist. Unter anderem fand ich das so schön, als sie mal geschrieben hat, was heutzutage so in amerikanischen Bestsellern passiert, das hat nichts mit dem Leben in den USA zu tun, sondern es erzählt einfach nur so ein bisschen von dysfunktionalen Weisen, die halt normalen Weisen interessant vorkommen. Und das ist ja tatsächlich der Fall. Also wie viele Bücher ich schon über so genau solche Themen gelesen habe, fand ich halt so schön, wie sie das in ihrem Buch auch aufgreift. Gleichzeitig mochte ich die Ehrlichkeit der Gedanken von Immigranten. Zumindest kam es mir so vor. Also es wird ganz oft beschrieben, auch wofür sie sich schämen, wo sie sich irgendwie selbst verleugnet haben oder was sie vermissen, egal an welchem Land, also nicht nur an Nigeria, sondern auch wenn sie zurückkommen, was eigentlich unglaublich toll war an den USA und was man kritisieren könnte und so weiter. Was ich sehr mochte an der Sache ist, dass ich das Buch als sehr gut einschätze, obwohl ich die Protagonisten nicht mag. Und das kommt nämlich gar nicht so oft vor. Es tut mir auch immer leid, wenn ich ein Buch dann nicht mag, nur weil mir der Haupt
Charakter unsympathisch ist, aber hier ist es tatsächlich der Fall. Ich finde keinen von beiden besonders sympathisch und das Buch ist trotzdem sehr gut. Vor allem funktioniert es halt hinter der Geschichte als ein sozialer Kommentar. Dazu auch nochmal ein letztes Zitat, was ebenfalls wieder bei so einem Abendessen stattfindet, was eigentlich ein sehr liberaler Kreis ist, und ein Schwarzer dort sagt zum Beispiel, ach, Rasse spielt ja heute gar keine Rolle mehr. Und Ifemelu antwortet, der einzige Grund, warum du behauptest, dass Rasse kein Thema ist, ist, weil du es dir so wünschst. Wir wünschen es alle, aber es ist gelogen. Ich komme aus einem Land, in dem Rasse kein Thema war. Ich habe mich selbst nicht als Schwarze gesehen. Ich wurde erst schwarz, als ich nach Amerika kam. Wenn man sich in Amerika als Schwarze in eine Weiße verliebt, spielt Rasse keine Rolle, wenn man allein zu zweit ist, du und deine Liebe. Doch sobald du rausgehst, spielt Rasse eine Rolle. Aber wir reden nicht darüber. Wir reden nicht mal mit unserem weißen Partner über die kleinen Dinge, die uns ärgern. Und die Dinge, von denen wir wünschen, sie würden sie besser verstehen. Weil wir Angst haben, dass sie dann behaupten, wir würden überreagieren oder zu empfindlich sein. Und wir wollen nicht, dass sie sagen, schau nur, wie weit wir gekommen sind. Vor nur 40 Jahren hätten wir von Gesetzes wegen noch nicht einmal ein Paar sein dürfen. Bla bla bla. Weißt du, was wir denken, wenn sie das sagen? Wir denken, warum verdammt nochmal war es überhaupt gesetzlich verboten? Aber das behalten wir für uns. Und wenn wir zu netten liberalen Essen wie diesem eingeladen werden, sagen wir, dass Rasse kein Thema ist, weil das von uns erwartet wird, um unseren netten liberalen Freunden keinen Ärger zu machen. So ist es. Ich mochte es auch, wie sie zum Beispiel beschreibt, dass natürlich gibt es noch Rassismus in den USA, aber es gibt keine Rassisten mehr, das kann man zu niemandem sagen. Wenn er nicht mindestens 10 Schwarze gelünscht hat, dann ist er kein Rassist, denn früher war ja alles schlimmer, deswegen ist ja heute eigentlich alles gut. So wird halt oft argumentiert und das greift sie in diesem Buch auf, was sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut tut. Im Großen und Ganzen ist es von mir eine absolute Empfehlung, vielleicht vor allem für Leute, die noch nicht so viel über dieses Thema gelesen haben. Ich habe mich halt weitestgehend auf Tumblr und YouTube über solche Dinge informiert und muss auch sagen, dass ich hier die Themen dahinter vielleicht sogar noch einen Tick interessanter finde als die eigentliche Geschichte. Also sie schreibt definitiv gut und ich möchte mehr von ihr lesen, aber es ist nicht das allerbeste literarische Werk, was ich jemals las. Trotzdem eine Empfehlung, vor allem wegen der Themen. Und falls einer von euch vor allem vielleicht Half of a Yellow Sun oder Purple Hibiscus schon gelesen hat, wäre ich interessiert, wie ihr das fandet, denn das wollte ich ursprünglich immer als erstes von ihr lesen, aber jetzt kam ich halt zu diesem Buch und habe damit dann doch angefangen. Ich bin sehr interessiert, was und wie sie noch so weiterschreibt, werde auch definitiv weitermachen und das Buch bekommt eine grundsätzliche Empfehlung. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.